Schönen guten Tag, ich heiße Rainer Barth und leite eine Raja-Yoga-Schule in Wien. Bin jetzt allerdings hier zu Gast in Deutschland. Wir sind eine spirituelle Universität, die 8500 Meditationsschulen in 137 Ländern betreiben. Und warum wir Yoga genannt werden, obwohl es eigentlich eine Meditation ist. Raja Yoga bedeutet Yoga Union Raja Supreme. Es ist sozusagen die Verbindung von mir mit der Kraftquelle. Dazu muss ich verstehen, wer bin ich und wer ist die Kraftquelle. Und es ist eigentlich eine leichte Form der Meditation, die allerdings auf Verstehen von Zusammenhängen beruht. Also in einem Einführungskurs in die Meditation, da wird man in fünf Themen eingeführt, auf denen diese Meditation beruht. Das erste Thema heißt, wer bin ich, wie funktioniere ich? Das zweite Thema ist, wo ist die Kraftquelle, wie kann ich daraus schöpfen? Das dritte Thema umfasst die Gesetzmäßigkeit hinter unserer Welt, warum sind die Dinge, wie sie sind? Und wer denn offen ist, zum Beispiel für etwas wie Wiedergeburt, der kann dann noch einen Vertiefungskurs machen, wo er verstehen lernen kann, woher komme ich, wohin gehe ich, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und zum Abschluss dann dieses Handwerkszeug quasi in unser spirituelles Studium, kann man dann noch verstehen, die Verbindung aller Menschen untereinander. Warum verstehe ich mich mit dem einen Menschen auf Anhieb, mit dem anderen Menschen nie? Also, wenn man all diese Theorie sozusagen mal vermittelt bekommen hat, dann kann man noch verstehen, wie ist es möglich, das alles ins tägliche Leben umzusetzen. Es ist ein Lebensstil, das heißt, es beginnt dann, wenn man mit dem ersten Gedanken aufsteht und es endet, wenn man mit dem letzten Gedanken ins Bett geht. Und es geht darum, die Kraft und Wirkungsweise seiner Gedanken so zu führen, dass man die Qualität im Leben erschafft, die man sich im Herzen sehnt. Denn Gedanken lösen Gefühle aus. Und wenn ich also nicht verstehe, dass das, was ich denke, eine wesentliche Auswirkung hat auf meine Lebensqualität, dann versucht man halt die Ursache bei Umständen und anderen Menschen zu suchen und erkennt nicht, dass es mit einem selbst zu tun hat. Also das ist jetzt so mal die grobe Geschichte dieses Einführungskurses gewesen. Wer dann dieses Handwerkszeug erworben hat, der kann dann sich an diesem täglichen Studium, kann der sich einklinken in all unseren Schulen oder in Deutschland zum Beispiel per Telefon wird es auch vermittelt oder per Skype. Das heißt, das, was heute zum Beispiel in Hamburg vorgelesen wurde in unserer Schule, wurde heute auch in New York studiert, wurde heute in Peking, in Moskau, in Nairobi, rund um den Globus studiert. So, das ist der Grund, warum wir eine spirituelle Universität sind, weil ein und dasselbe Wissen am gleichen Tag in der ganzen Welt studiert werden kann. Ja. Okay, ich gehe ein bisschen auf den Inhalt ein, auch nochmal, was Raja Yoga bedeutet. Yoga heißt Union, Raja Supreme und Souverän, ne? König. Das ist die Bedeutung des Wortes Raja. Und in dem Moment, wo ich sozusagen die Verbindung in der Lage bin herzustellen mit der Kraftquelle, werde ich selbst souverän. Das bedeutet, ich werde wieder Meister über meine Sinne. Also an sich sind die Sinne unsere Diener, aber heutzutage sind sie unsere Meister geworden oder anders ausgedrückt, wir sind Sklaven unserer Sinne geworden. Und durch Raja Yoga kann man wieder Herr über seine eigenen Sinne werden. Wir verstehen es so, dass wir in uns einen Mechanismus haben, wo drei Fakultäten zusammenarbeiten. Das erste ist der Geist, das ist sozusagen der Bildschirm der Seele. Also wir haben das Konzept, dass ich nicht der Körper bin, ich bin die Seele, ein Energiewesen. Und in diesem Energiewesen gibt es drei subtile Organe. Das erste ist der Geist, sozusagen der Bildschirm, wo die Gedanken auftauchen. Ne? Und jeden einzelnen Tag tauchen zwischen 10.000 und 60.000 Gedanken auf. Und
diese vielen Gedanken, mit denen muss jetzt etwas geschehen, und deshalb haben wir eine zweite Instanz in uns, oder wenn man sagen möchte, ein subtiles Organ, und das ist eben der Verstand, der jetzt die Entscheidung und Unterscheidungskraft vorzunehmen hat, was soll mit diesen Gedanken geschehen. Und die eine Möglichkeit ist, ich tue nichts mit diesen Gedanken, aber jeder einzelne Gedanke, jedes Wort und jede Handlung wird dem dritten subtilen Organ der Seele, dem Unterbewusstsein, aufgezeichnet. Und deshalb ist es wichtig, diese Gedanken sozusagen damit etwas zu tun, nämlich sich bewusst zu entscheiden, möchte ich sie aufzeichnen, möchte ich, dass sie tief in meinem Unterbewusstsein gespeichert werden, oder lenke ich die Energie um von negativ in positiv und erlaube ihnen sozusagen nicht, sich in dieser negativen Form zu manifestieren. Das ist jetzt sozusagen die Technik, die Methode dahinter. Und wenn wir in der Lage sind, auf diese Weise zu lernen, unsere Gedanken zu meistern, zu kontrollieren, dann ist es so, dass man einfach diesen Energieverlust, der durch nutzloses und negatives Denken entsteht, reduzieren können. Denn Energieverlust bedeutet im praktischen Leben Qualitätsabnahme. Also es bedeutet im Leben Qualitätsabnahme. Das heißt, eigentlich bin ich von Natur aus eine glückliche Seele, aber wenn ich durch nutzloses und negatives Denken die Energie verschwende, dann werde ich unglücklich. Von Natur aus bin ich eine zufriedene Seele. Mit Energieverlust führt es zu Unzufriedenheit, zu Friedlosigkeit, zu Schwäche, zu Hass. Das heißt, in dem Moment, wo ich lerne, wieder meine Gedanken zu meistern und in die positive Richtung zu führen, bin ich auch in der Lage, wieder meine ursprüngliche Natur, und das ist alles, wonach mein Herz sich sehnt, praktisch im täglichen Leben zu erfahren und umzusetzen. Mhm. Im Raja Yoga ist es so, das kommt tatsächlich aus Indien, und natürlich gibt es viele Leute, die unterschiedliche Einstellungen haben, vor allem Dinge aus Indien, denn es gab ja auch viele andere Dinge, die aus Indien kamen, also auch vermehrter Drogenkonsum und solche Dinge. Und natürlich, Indien ist eine Oase der Spiritualität, aber eben auch der Guru-Systeme. Und hier in unserer christlichen Kultur, da gibt es viele Ängste in Bezug auf das, denn viele sind nach Indien gefahren und dann wirklich wesensverändert zurückgekommen oder drogenabhängig oder was auch immer. Also es gibt da viele Ängste, aber ich möchte mal kurz eine allgemeine Information über Indien in der Form geben und den Hinduismus. So wie es den Christus gibt, der das Christentum gegründet hat, und den Buddha, der den Buddhismus gegründet hat, gibt es keinen Herrn Hindu, der den Hinduismus gegründet hat. Und darum muss man ein bisschen weiter ausholen, denn für mich ist zum Beispiel Raja Yoga keine Religion, wenn man es versteht als ein dogmatisches Modell. Allerdings, wenn man es unter dem Aspekt versteht, dass es vom Wort Religio, Rückverbindung mit dem Ursprung, kommt, dann könnte ich es akzeptieren, dass es eine religiöse Geschichte ist in dem Sinn. Aber der Hinduismus ist sozusagen entstanden aus dem, was jetzt wieder neu abläuft. Das heißt, diese höchste Seele Shiva errichtet jetzt wieder den Zustand, der bei uns als Paradies erinnert ist. Das heißt, nur Gott kann die Welt jetzt erneuern, denn er ist der Einzige, der die Power hat und den Überblick. Und er beginnt uns Menschen jetzt einfach wieder zu lehren, wie kann man sich selbst verwandeln, um dadurch die Welt zu verwandeln. Weil das Problem der Gegenwart ist, dass die Menschen einfach das ausstrahlen, was in ihnen ist. Und wenn ich friedlos bin, dann strahle ich Schwingungen von Friedlosigkeit aus. Wenn ich unglücklich bin, strahle ich Schwingungen von Unglück aus. Wenn ich mich schwach fühle, strahle ich Schwingungen von Schwäche aus. Und der Ist-Zustand der Welt ist im Moment unsere kollektive Ausstrahlung.
Und Gott erkennt jetzt sozusagen oder erkannte damals, dass jetzt die Zeit ist, dass wir seine Seelenkinder jetzt energetisch sehr ausgelaugt sind und sehr viel Energie verloren haben und hat sozusagen sich inspiriert gefühlt, in dieses Theaterstück unserer Welt einzugreifen und uns wieder neu zu schöpfen quasi. Das heißt, uns sein Wissen zur Verfügung zu stellen, mithilfe dessen wir in der Lage sind, wieder zu unserer ursprünglichen Natur zurückzukehren. Und wenn man jetzt im Christentum mal einfach alle Dogmen beiseite lässt und genau hinhört, was da gesagt wird, dann wird gesagt, wir seien die Kinder Gottes. Und wenn Gott vollkommen ist und allmächtig, dann ist jeder einzelne Mensch von Natur aus als Seele und damit sein Kind ebenso Junior allmächtig und hat alle göttlichen Qualitäten in sich. Und nur Gott kann uns sozusagen diese Geheimnisse wieder vermitteln, wie wir jetzt, wo unsere ursprünglichen Qualitäten sich inzwischen in Laster verwandelt haben, in Wünsche, in Ego, in Ärger, in Gier, in Bindungen, wie wir das wieder zurückverwandeln können in die ursprüngliche Qualität der Seele, wie Liebe, Frieden, Glück, Glückseligkeit, Kraft, Weisheit. Das ist die ursprüngliche Natur der Seele. Und mit diesen Lehren, diese spirituelle Universität bietet uns sozusagen täglich die Lehren von dieser höchsten Seele Shiva an, die durch diesen Gründer Brahma, der im Christentum als Adam erinnert ist, die erste Schöpfung Gottes, dieses Wissen in die Welt gibt, um jeder einzelnen Seele die Möglichkeit zu geben, wieder zu ihrem ursprünglichen höchsten Zustand zurückzukehren. Er gibt das Wissen, aber ich muss es praktisch in mein Leben anwenden und die Verkörperung davon werden. Weil in der Bibel steht zum Beispiel, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Es kommt heute nicht darauf an, was ich sage, sondern ob das, was ich sage, auch das ist, was ich denke und das, was ich tue. Ja? Denn heute gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem, was Menschen sagen, was sie denken und was sie tun. Ne?